Moin moin meine Freunde der gepflegten Unterhaltung und ein herzlich willkommen. Ja, wo geht es heute weiter? Geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Ist schon ein bisschen, ein paar Tage sind vergangen. So, die Dichtungen habe ich auf jeden Fall neu. Klar, die sollten jetzt hier nicht im Dreck liegen, die werden auch alle noch gereinigt. Hier, das habe ich schon mal ein bisschen weiter auseinandergenommen. Ich mache jetzt die Dichtungen neu und das, was alles halt quasi dabei ist, das mache ich alles neu. Den Hauptbremszünder mache ich jetzt noch, den reinige ich noch vernünftig, weil da gehört auf jeden Fall kein Dreck rein. Einen Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich jetzt nicht auf Anhieb gefunden. Ich hatte auch nicht mehr im Kopf, wie der genau aussieht. Jetzt weiß ich wieder, wie er aussieht. Dann werde ich danach auch nochmal gucken, aber den kann man ja relativ einfach wechseln. Ja. Den Kondensator habe ich natürlich auch bestellt, ist auch schon da. Unterbrecherkontakte natürlich auch. Ich werde aber als allererstes mal nur den Kondensator wechseln. Verehrte Damen und Herren, also zusammengebaut habe ich das schöne Stück wieder. Hat alles sehr gut gepasst. Hab den Behälter mal sauber gemacht. Jetzt werde ich den noch nicht einbauen, weil ich habe den Kondensator auch mal provisorisch hier reingemacht, weil das ist auf jeden Fall der falsche. Der passt nicht richtig, da muss ich nochmal einen anderen bestellen. Aber jetzt will die Bude auch gar nicht anspringen. Sprit kriegt er aber genug. Und nach meinem Empfinden ist halt quasi nicht genug Zündfunken da. Und jetzt werde ich auf jeden Fall mal die Zündkabel neu bestellen, weil das kann ja auch damit zusammenhängen. Und die Verteilerkappe, das werde ich jetzt noch neu machen. Und dann mal weiterschauen, weil die Zündspule, die ist nagelneu. Da glaube ich nicht, dass das damit zusammenhängt. Klar, ich hatte da mal einen kurzen drin. Es war genau von hier, ist mir das auf den Pluspol gefallen. Ja, ganz tolle Wurst. Aber gut, ist halt passiert, was soll ich machen? Also mit Sprit glaube ich echt nicht, dass es zusammenhängt, weil Sprit wird gefördert und die Kerzen sind ja auch nass, also daran glaube ich würde es nicht liegen. Ich glaube, dass der Zündfunke zu schwach ist. Ich habe schon mal die Zündkerzen rausgenommen, habe mir den Funken angeguckt. Der sieht jetzt nicht so sonderlich gut aus, der sieht aber auch nicht so sonderlich schlecht aus, was ich so erkennen kann. Das regt mich richtig auf. So, neuer Tag, neues Glück. Motomobil hat mal wieder abgeliefert. Neue Zündkabel sind da. Zündverteiler ist auch neu. Den Zündverteiler, also den Finger, habe ich auch neu gemacht. Ich werde die Kabel jetzt alle in der richtigen Reihenfolge montieren. Und dann mal gucken, ob das gute Stück wieder läuft. Ne? In der Zwischenzeit habe ich auch neue Bremsflüssigkeit bekommen, Dot 4. Damit ich den Hauptbremszylinder auch wieder einbauen kann. Hab den schön sauber gemacht. Und ja, dann hole ich euch gleich wieder ab. Ihr kleinen Mäuschen. Hat mir alles keine Ruhe gelassen. Die Zündkerzen sind immer noch nass. Ich fand jetzt, dass der Zündfunke nicht sehr gut war, aber zum Laufen müsste das eigentlich reichen. Ich habe nochmal hier im Internet ein bisschen nachgelesen. Hier den Deckel habe ich nochmal abgemacht, habe hier nochmal auf die Dichtung ein bisschen Dichtmasse gegeben, weil im Internet stand, dass die gerne krumm sind und dann Falschluft gezogen wird. Das habe ich jetzt nochmal gemacht. Hier habe ich den Zündverteiler mal ausgebaut. Ich wollte mir den einfach mal angucken. Ich habe mir alles markiert, also ich kriege das auch wieder rein. Für mich sieht das auch ganz okay aus. Der Unterbrecherkontakt war auch richtig eingestellt. Ich habe das alles nochmal geprüft. Hier ist ja noch so eine Masseverbindung. Die sieht jetzt für mich auch nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe keine Ahnung. Verteilerkappe und den Läufer habe ich schon neu gemacht. Aber die Karre säuft einfach jedes Mal ab. Jetzt lasse ich die mal über Nacht stehen, dass der Sprit vom Zylinder verfliegen kann. Die Zündkerzen habe ich schon gesäubert und auch ausgeblasen, damit da kein Sprit ist. Aber ich verstehe halt nicht, warum der abläuft. Also beim besten Willen nicht. I doubt it. Irgendwo wird wohl der Fehler liegen. Dann habe ich
das Kaltstartventil mal abgemacht, weil das ununterbrochen, wenn ich starte, spritzert ja hier rein und das ist jetzt auch nicht so toll. Ja, was habe ich sonst noch versucht? Spannung an der Zündspule habe ich auch gemessen. Sind 6 Volt anliegend, aber ich glaube das richtig wegen dem Widerstand hier. Die wollen das auf 6 Volt haben. Hauptbremszylinder habe ich in der Zeit auch schon mal wieder eingebaut, auch nachgefüllt, noch nicht entlüftet, habe aber trotzdem ein paar Mal gedrückt. Und wie man sieht, scheint der dicht zu sein. Das ist ja schon mal etwas, ne? Aber warum die Karre jetzt nicht läuft, ich kann es nicht verstehen. Also, dann habe ich auch auf jeden Fall nochmal den Ventildeckel abgemacht. Wollte einfach mal gucken, wie es da drin aussieht, aber das sieht alles wie nagelneu aus. Das ist schon krass, also. Aber wie gesagt, mein Vater ist halt auch nicht viel damit gefahren. Und ja, dementsprechend sieht das halt auch aus, ne? Der hatte den kompletten Block mal neu gemacht. Das ist schon geil. Als nächstes Thema, wenn er mal wieder richtig läuft und so, da muss ich mich auf jeden Fall um die Kopfdichtungen kümmern. Weil mein Vater hatte den von 2,6 auf 2,8 Liter, glaube ich, aufgebohrt. Und da gab es wohl damals nicht die richtigen Kopfdichtungen für, mit einem Feuerring oder sowas. Und jetzt, wenn man den richtig knallen würde, wird halt die Kopfdichtung deswegen kaputt gehen. Das wollen wir ja nicht, ne? Dann muss ich mal die Köpfe dann abnehmen. Dann würde ich mir neue Dichtungen besorgen. Und wenn es die nicht gibt, dann kann man auch so Nutenringe quasi in die Köpfe reinmachen. Und da kommt dann so ein Kupferring rein. Und das ist dann als Abdichtung. Das haben auf jeden Fall auch Turbomotoren. Und die fahren ja auch mit ordentlich Druck, ne? Ich habe den Capri-Fehler gefunden, beziehungsweise ich habe den Fehler nicht gefunden, aber es sind auf jeden Fall ein paar Zeitzonen wieder voraus. Ja, was habe ich jetzt genau am Capri gemacht? Ich habe alles auseinandergenommen, habe es ordentlich wieder zusammengebaut und siehe da, er läuft wieder einwandfrei. Die Unterbrecherkontakte habe ich nochmal neu eingestellt. Ja, und dann habe ich die Kerzen mal komplett trocken gemacht. Habe natürlich hier den Luftsammler mal, da habe ich zwar eine neue Dichtung reingemacht, aber wie im Internet halt stand, kann es sein, dass die irgendwie ein bisschen krumm sind. Habe da ein bisschen Dichtmasse beigemacht, natürlich nicht dick, damit das nicht rüberquillt. Ja, seitdem läuft er wieder 1A, also keine Ahnung, vielleicht ist er einfach abgesoffen oder die Unterbrecherkontakte waren echt falsch eingestellt von mir. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich jetzt mehr als glücklich, dass es geklappt hat. Und wie man, dann gehe ich mal ein bisschen weiter weg. Der Capri hängt ja in der Luft. Was ist das denn? Ja, habe ich mein ganzes Geld mal zusammengenommen. Und jetzt steht hier eine mobile Einsäulenhebebühne von Twinbush. Zuerst hatte ich überlegt, mir die nagelneu zu kaufen. Kostet 3,5 Mille. Aber ja, dann stand ein gutes Angebot im Internet. Für 2.100 Euro habe ich die jetzt bekommen. Und finde ich, passt perfekt hier rein. Ich wollte ja eigentlich eine Zweisäulenhebebühne, die man auf dem Boden festmachen kann, wollte ich eigentlich hier montieren. Hätte aber nicht geklappt, weil ich habe eine Probemessung am Boden gemacht und der Boden war nur, lass mich jetzt lügen, 13, 14 cm tief und rein theoretisch müsste der Boden 20 cm tief sein, damit das Fundament quasi reicht, damit die nicht zusammenklappt. Und ja, bin auf jeden Fall jetzt überglücklich, dass ich echt eine Hebebühne hier drin habe. Das macht so vieles so viel einfacher. Ich habe auch schon unter den Capri geguckt und sieht echt top aus. Da zeige ich euch auf jeden Fall im nächsten Video, weil jetzt mache ich im Prinzip nur noch kleinen Scheiß. Habe jetzt mal das alte Lenkrad ein bisschen schön gemacht, weil die Farbe ist da abgeblättert und so. Ja. Weiteres habe ich jetzt im Prinzip noch nicht gemacht. Hab das andere Lenkrad auch mal rausgemacht, weil ich da noch ein paar Sachen verändern musste. Und ja, jetzt kommt ja bald wieder das schöne Wetter. Und dann müssen wir ja mal auf die Piste gehen mit dem Mutant Capri, ne? Aber ich bin echt so glücklich, dass ich eine Hebebühne hier drin stehen habe. Das ist echt krass. Klar ist eine Einsäulenhebebühne.
Das war so ein Akt, die hier reinzubekommen, weil du machst den, man macht den Stempel ab, den Stempel runter und hier vorne das, den Tragarm, sage ich jetzt mal dazu, den muss man auch abmachen. Und also das haben wir zu dritt geschleppt, den haben wir so auf Rollbretter gelegt. Und aber das wiegt insgesamt, keine Ahnung, 750 Kilo oder so. Also das war, da brauchst du kein Fitnessstudio mehr, ne? Aber echt geil. Also freut mich richtig krass, dass das geklappt hat, dass ich die Bühne bekommen habe. Ja, 3,5 Mille wären mir wahrscheinlich zu viel gewesen, so, aber für 2,1 und vor allem, du musst nichts in den Boden dübeln. Du kannst ganz normal einfach rausfahren, kannst auch draußen auf der Straße, wenn das erlaubt wäre, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, dürftest du einfach die Hebebühne benutzen. Das ist, also, das macht so vieles einfacher. Ich hoffe, ihr freut euch für mich mit, ne? Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.